MKT ist der größte private Rettungsdienst der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben über 1000 Mitarbeiter. Wir sind an ca. 50 Standorten vertreten. Und wir retten alleine in Bayern 200.000 Bürger im Jahr. Ich bin sehr stolz, dass ich ein Teil davon sein darf. Ein wichtiger Teil der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr des Freistaates Bayern. Mein Name ist Robert Schmidt. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer des MKT-Rettungsdienst. MKT gibt es schon seit 1985 und wir sind seit Anfang an fast 35 Jahre Kunde von BMW. Ja, bei uns stehen Menschenleben auf dem Spiel und deswegen ist es für uns sehr wichtig, zuverlässige Fahrzeuge zu haben. Ich bin mit BMW-Fahrzeugen schon ganz viele Einsätze selbst gefahren und war in großen Extremsituationen. Und jeder BMW ist für mich was Besonderes, wie ein Bodyguard. Unser Fuhrpark umfasst ca. 300 Fahrzeuge, davon sind 100 BMW und Mini. BMW bietet für uns eine wahnsinnig breite Produktpalette. Für uns deswegen sehr wichtig, weil wir für jeden Einsatzzweck das richtige Fahrzeug bekommen. Die Fahrzeuge sind extrem wichtig und auch die Sicherheit und die Technik, die dahinter steckt. Also dieses Real-Time-Traffic-Navigationssystem ist enorm wichtig für uns. Es ist auch besser als alle anderen. Das heißt, dieses Navigationssystem hilft uns einfach extrem gut, von A nach B zu kommen, ohne dass wir jetzt noch uns groß Gedanken machen müssen. Gerade bei einem Einsatzfahrzeug steigt mit der Aufgabe des Fahrzeugs auch dessen Bedeutung. Der MKT-Rettungsdienst ist als langjähriger Partner von BMW natürlich ein sehr, sehr wichtiger Kunde für uns. Und heute habe ich dann auch noch dazu die große Ehre, diesem Kunden das 500. Fahrzeug zu übergeben. Diese langjährige Kooperation mit einer Firma MKT ist jetzt rein nicht mehr nur ein Verhältnis Verkäufer-Kunde. Wir sind über die Jahre mit BMW ein wirklich erfolgreiches und eingeschweißtes Team geworden. Und deswegen ist es für mich auch ganz etwas Besonderes, jetzt den 500. BMW zu bekommen. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir weiterhin so partnerschaftlich zusammenarbeiten. Immer vor dem Hintergrund, dass es ja bei uns um Menschenleben geht, für die wir ja verantwortlich sind.